Artikelnummer SCP-037. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-037 wird mit Hilfe von magnetischen Feldern in Standort 32 verwahrt. Es befindet sich in einem kleinen, unterirdischen Raum, welcher mit einem wärmeleitenden, strahlungssicheren Polymer ausgekleidet ist und aus dem die Luft evakuiert wurde. Die vom Objekt stammende Hitze wird in das umliegende Gestein geleitet. Sollte die Stabilität des Raums abnehmen, wird vom Notfallsystem ein niedrigenergetisches Argon-Plasma-Schild produziert, solange bis Reparaturen durchgeführt wurden. Sollte es zu Zugriff verweigert. Beschreibung: Das Artefakt wurde 1932 über der Beaufortsee am magnetischen Nordpol gefunden. Der kanadische Truppenstützpunkt Allard meldete starke elektromagnetische Interferenzen, auf welche das Erscheinen eines hellen Objektes folgte, welches vom Himmel zum Ozean hinabstieg. Die SCP-S Guardian reagierte auf die Meldung und entdeckte das Objekt in einer unregelmäßigen Flugbahn etwa 200 Meter über der Wasseroberfläche. Nachdem ein Verwahrungsverfahren ausgearbeitet war, wurde das Objekt zur Untersuchung nach Standort 32 transportiert. Bei SCP-037 handelt es sich offenbar um einen Stern mit einem Durchmesser von ca. 5 cm, einer Leuchtstärke, die etwa dem 10 hoch minus 12-fachen der Sonnenleuchtstärke entspricht, und einer Oberflächentemperatur von ca. 5000 Kelvin. Diese wurde durch eine UBVRI-Analyse bestimmt. Das Alter und die Herkunft von SCP-037 sind unbekannt, jedoch wird seine nukleare Aktivität sorgfältig auf Unregelmäßigkeiten überwacht. Eine Spektralanalyse und der Vergleich mit bekannten Himmelskörpern legen nahe, dass es sich bei dem Objekt, abgesehen von seiner Größe, um einen typischen Stern handelt, welcher sich im Übergang zu einem roten Riesen befindet. Es ist allerdings unklar, ob etablierte Theorien über Sternentstehung und Alterungsprozesse in diesem Fall zutreffen. Es wird vermutet, dass das Objekt über den magnetischen Nordpol in die Magnetosphäre der Erde eingedrungen ist. Die Verwahrung und der Transport von SCP-037 wurden durch den Einsatz von leistungsstarken Elektromagneten erreicht, nach denen sich das Objekt aufgrund seines eigenen Magnetfelds ausrichtet. Die größte Herausforderung für die Verwahrung war bisher die starke elektromagnetische Strahlung, die stark genug ist, dass sie mit bloßem Auge aus einer hohen Erdumlaufbahn gesehen werden kann. Der aktuelle Verwahrraum befindet sich tief unter der Erde, um eine Detektion zu verhindern und eine Kühlung durch Wärmeabgabe in das umgebende Gestein zu ermöglichen. Die gesamte Anlage und das umgebende Gebiet der Erdkruste fungieren als massiver Kühlkörper. Nach Jahren andauernder Untersuchung hat der Stern eine Verschiebung der emittierten EM-Strahlung erfahren, was darauf hindeutet, dass die Sternentwicklung bei ihm mit stark beschleunigter Geschwindigkeit abläuft. Wenn normale Sternmodelle für das Objekt gültig sind, wird dies bald zu einer Vergrößerung des Sternenradius um das 100- bis 300-fache führen und eine damit einhergehende Erhöhung der abgestrahlten Energie mit sich bringen. Für diesen Fall werden Notfallverwahrmaßnahmen diskutiert. Der weitere Verlauf des Sternenzyklus wird wahrscheinlich in einer stellaren Nova enden, welche schätzungsweise einen Energieausbruch von gleichkommt. Schätzungen gehen davon aus, dass dies in der Fall sein wird. Es wird an einer Methode geforscht, um diese Entwicklung aufzuhalten oder SCP-037 in eine sichere Entfernung vom Planeten zu transportieren, bevor es hierzu kommt.